Ja, hallo liebe Gamers Global Leser, hallo liebe YouTube-Zuschauer. Heute möchten wir euch ein weiteres Switch-Spiel zeigen, und zwar Super Bomberman A. Für mich der Klassiker unter den Multiplayer-Spielen, vielleicht nur neben Worms, aber sonst habe ich kein anderes lokales Multiplayer-Spiel so viel gespielt wie die Bomberman-Reihe. Ja, du hast auch Erfahrungen wahrscheinlich mit der Reihe. Kann ich mir kaum vorstellen, dass du die Reihe nicht kennst. Ja, kennen tue ich sie schon und halt hier und da mal bei Freunden mitgespielt, aber nicht so intensiv gespielt? Nie so das große Interesse daran gehabt, da hatte ich andere Prioritäten. Okay. Ja, obwohl wir natürlich den Multiplayer in den Vordergrund stellen möchten, zeigen wir euch am Anfang mal ganz kurz die Kampagne, wenn man sie denn so nennen kann. Ich glaube, du musst mal kurz bestätigen, das kann ich nicht, weil ich wieder zwei bin. Und zwar geht es da im Grunde nur darum, in ganz normalen Arenen, in einer leicht angewinkelten, gewöhnungsbedürftigen Perspektive, ja, alle Gegner zu töten oder mal alle Schalter einzuschalten. Hier geht es jetzt darum, alle Gegner zu töten. Ja, jetzt steht auch schon nur noch 5 Leben. Die haben wir, glaube ich, zusammen, weil wir eben schon mal... Ach, Alter, ich... Also, jetzt bist du ja da unten. Ja, nee, ich weiß, aber ich meine, ich wollte dann nur die Ecke runter und weil die Steuerung nicht direkt reagiert. Ja, genau, das müssen wir euch dazu sagen. Bomberman A, oder Super Bomberman A, hat einen Input-Lag. Und der ist wirklich spürbar und auch ein bisschen nervig. Ja, nervig. So, diese Hüpfviecher, die sind übrigens besonders nervig, weil die immer genau dann wegspringen. Ah, wieder Input-Lag. Ich habe vorher aufgehört zu drücken. Er ist trotzdem noch reingelaufen. Ja, das war ich selbst. Ich dachte nicht, dass er so weit breit streut, die Bombe. So, komm jetzt. Ja, jetzt habe ich einen Frosch. Jetzt haben wir keine Leben mehr. Sehr gut. Ja. In der ersten Welt die Leben ausgegangen. Das steht ja immerhin auf Veteranen. Es steht immer auf Veteranen. Aber ich glaube, Veteran ist normal. Ja, ja, aber das ist ja wirklich, egal. Ja, viele Fehler werden halt wirklich durch den blöden Input-Lag hervorgerufen. Ansonsten geht es hier wirklich nur darum, alle Gegner auszuschalten. Und ich glaube, das können wir uns jetzt hier sparen, weil es wird jetzt noch ein paar Minuten dauern. Ihr seht da die blaue markierte Stelle auf dem Spielfeld, das ist der Ausgang. Sobald hier alle Gegner weg sind, im Moment sind 4 von 8 schon erledigt, können wir da reinlaufen, kommen in die nächste Stage. Ab und zu geht es mal darum, ein paar Schalter umzulegen, indem man einfach über sie drüber läuft. Und wenn man das dann geschafft hat, wird der Eingang freigeschaltet. Ja, und dann kommen noch ein paar Bossgegner dazu hin und wieder mal. Aber der Story-Modus, ja, keine große Empfehlung, würde ich sagen. Deswegen gehen wir jetzt auch direkt ins Multiplayer-Menü. Also man kann hier zwischen 4 und 8 Spielern einstellen. Das heißt, wer die ausreichende Anzahl an Controllern hat, der kann dann natürlich auch direkt zu 8 spielen. Ja, und es geht halt auch Joy-Con querhalten. Das heißt, man braucht letztendlich nur 4 Joy-Con-Paare. Nur. Ja, nur. Also das heißt, wenn der Kumpel, der auch eine Switch hat, seine 2 mitbringt, dann soll er schon ausreichend ausstatten. Pro-Controller geht auch. Kann man aber auch mit Bots auffüllen. Wir haben vorab schon mal ein Bot-Match eben gespielt gehabt. Deswegen wundert euch nicht, dass da jetzt steht 4 oder 8 Spieler. Man muss jetzt erst im nächsten Bildschirm, anstatt einfach hier sagen zu können, wir spielen nur zu zweit. Ja. Fangen wir mit dem Klassiker an. Oder nee, ja. noch Jetzt hast du Löcher mehr genommen. War das nicht? Achso, nee, ist egal. Ist egal, aber jetzt in diesem Bildschirm hier kann man eben entsprechend bei den Comms jetzt auswählen, dass da eben keiner drin sein soll. Ansonsten, aber die Bots, die stellen sich saudämlich an, von daher lassen wir die direkt mal weg. Ja, das ist nervig. Wenn wir uns aus Versehen selber töten, dann müssen wir halt das Spiel abwarten. Wir können dann zwar von außen eingreifen mit diesem Revanche-Wagen. Das ist halt so ein Wagen, der fährt am äußeren Rand vorbei. Da können wir Bomben reinwerfen. Wenn wir einen erwischen, kommen wir wieder ins Spiel zurück. Statt des Gegners, den wir gerade getötet haben. Aber ja, wir haben da eben mal ein Bot-Match beobachtet für 2 Minuten, weil wir es nicht geschafft haben, die zu töten von außen. Und das ist einfach nur nervig. Ja, hast du eine besondere Taktik beim Bomberman-Spielen? Also hast du nicht so viel für die Riesenerfahrung mit Bomberman? Ja, zumindest ist es schon sehr lange her. Also. Weil ich bin eigentlich ein sehr aggressiver Spieler, der direkt versucht, rüberzukommen. Und gerne auch Bomben in Ketten legt. Ei, boah.
Ich wollte doch da oben in das Scheißding rein. Also was ich jetzt gerade gemacht habe, ich hatte diesen Handschuh, mit dem kannst du Bomben werfen. Und ich habe die rechts aus dem Rand rausgeworfen, dann kommen die links wieder reingeflogen. Da kann man Gegner schon fies mit überraschen. Besonders wenn man die so getimed abwirft, dass gerade eine Bombe da hinten gesprengt wird und ja, die Bombe, die du geworfen hast, letztendlich trifft. Da kann man schon fiese Sachen mit anstellen. Aber was halt immer noch nervt, auch jetzt, wenn man sich so ein bisschen drauf einstellt, der Input-Lag. Der ist einfach dauerhaft spürbar. Man muss wirklich erst abbremsen, dann die Bombe legen. Zu schnell im Vorbeigehen finde ich dann doch sehr riskant. Ja, den Handschuh bekomme ich jetzt leider nicht. Ach, fuck. Hab ich aufgepasst. Wie ist das mit den Totenköpfen? Geht die Wirkung irgendwann wieder weg? Ja, von anderen Versionen... Scheiße. Ja. Lass uns mal eine andere Stage nehmen. Ja. Gibt doch bestimmt irgendwas mit Eis oder Laufbändern oder so, ne? Labyrinth, klassisch. Die große Mauer. Ja, guck doch mal da rein. Ach, das ist immer mit zwei Höhenstufen. Oder mit dreien. Das Übliche, das wird wahrscheinlich ein Skin sein, ne, für deinen Bomberman. Ja. Ja, der Aufgang ist aber recht schwer zu erkennen, ne? Wenn man es einmal weiß, okay. Also das ist der Aufgang, okay. Ja. Ja, also auch hier wird es garantiert so sein, je mehr Spieler, desto besser. Bomberman macht einfach am meisten Spaß, wenn richtig viele Spieler dabei sind. Je chaotischer, desto besser letztendlich. Weil dann auch die zeigen können, da können sich die beweisen, die wirklich was drauf haben. Was haben wir da gemacht? Wir haben uns die beide eigentlich weg. Nee, ich glaube, ich habe es überlebt, oder? Ich glaube, ich war weit genug weg. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte gesagt, du hättest dich auch selbst mitsprengen müssen. Ich hatte jetzt, also bei mir hat es auch leicht vibriert, deswegen dachte ich, ich wäre auch drauf gegangen. Schnell ein paar Items fahren. Aber sonst, wie gesagt, bin ich ein aggressiver Spieler und versuche so schnell wie möglich rüberzukommen. Ah, nein. Boah, was hast du denn schon für einen großen Radius dabei? Ja, ich hab ja. Zum Weghauen. Super. Ah, man kann, wenn man einmal auf diesem Rutschfeld ist, dann rutscht der läuft bis zum Ende weiter. Und du kannst auch nicht irgendwie dann einlenken und dann halt ja, sich irgendwo schnell retten oder so. Wenn du einmal auf so einer Rutschbahn bist, dann ja, rutschst du bis zum Ende. So, bevor du den Handschuh schnappst, zerstöre ich ihn lieber. Hat nicht funktioniert, warum? Jetzt hast du ihn ja doch. Nein. Boah. Ein Feld weiter und das wäre es für mich gewesen. Jetzt ja. Meine Bombenzeit, die ist länger geworden. Brauchen viel länger zum Explodieren. Hast du einen Totenkopf aufgenommen? Das kann sein. Ah, fuck, jetzt wollte ich was probieren und es hat nicht geklappt. Komm, noch eine Stage. Jetzt eine alles entscheidende. Spielst du eigentlich mit dem Stick oder spielst du mit dem Steuerkreuz? Ich spiele mit dem Stick. Weil das finde ich ja noch ungenauer. Ich spiele jetzt hier auch schon mit dem, mit diesen vier einzelnen Tasten, die das Steuerkreuz sein sollen. Das funktioniert überraschend gut. Ja, ja, wie gesagt, ich mag ja das Tastenlayout vom Pro Controller tatsächlich nicht so wahnsinnig gerne. Aha. Und ich glaube, das Steuerkreuz, das zählt da mit dazu. Das ist aus meiner Sicht nicht so prall angebracht auf dem Gamepad. Ja, jetzt sammle ich den Schuh ein. Mit dem kann man einfach gegen Bomben laufen, um sie wegzutreten. Oh, Mist. Ich dachte, die wäre schon explodiert gewesen, die Bombe. Ja. Ja. Das war's? Ja. Also ich habe keine Lust mehr. Du hast keine Lust mehr? Nö. Ja, das ist ja quasi schon dein Fazit, ne? Ja.
Also, Multiplayer, der Ansatz von Spaß ist ja wirklich zu erkennen. Also ich glaube, wenn wir jetzt mit 4 Mann wären, wird das mal eine Zeit lang Spaß machen. Aber ganz ehrlich, wenn ich Bomberman spielen möchte, dann würde ich doch eher irgendeine andere Version nehmen, weil mir fällt jetzt keine die halt wirklich viel schlechter ist als diese hier. Der Input-Lag, der ist halt definitiv ja, K.O. Mit dem Input-Lag ist das Ding so gut wie nicht spielbar, also nicht präzise spielbar. Und wenn du hier mit ähnlich guten Spielern spielst, dann ist der Input-Lag, dann musst du schnell reagieren, der Input-Lag ist K.O. Nee, eben. Also da ist die Spielbarkeit entscheidend, weil ich meine, die Qualität der Grafik, die kann es ja noch nicht sein, ja, mit der Bomberman versucht zu punkten. Und wenn die nicht gegeben ist, ja, dann ist das Spiel halt einfach nur begrenzt zu gebrauchen. Ich will ja nicht sagen gar nicht, aber ja, nur begrenzt. Aber ich meine, hoffentlich ist das was Konami reparieren kann. Ja, hoffen wir es. Es scheint ja kein allgemeines Switch-Problem zu sein, weil Zelda und die anderen Spiele, die wir bisher gespielt haben, die sind ja nicht ansatzweise von diesem Problem betroffen. Ich glaube, damit haben wir unser Fazit eigentlich schon gefällt. Ja. Bedanken uns fürs Zuschauen. Input und Black beseitigen, dann kann es sehr unterhaltsam werden. Dann ist es im Multiplayer ein klassisches Bomberman und ein tolles Bomberman. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss.